Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Yoga. Heute Yoga für Anfänger. Ich habe eine kleine Sequenz zusammengebastelt, die ich wirklich schön finde und die wirklich, ja, ich denke, für jeden machbar ist. Und ich würde sagen, los geht's. Legen wir gleich los mit der Übung. Die Füße sind geschlossen und die Fußspitzen zeigen somit nach vorne. Schultern sind locker. Wir beginnen, die Schultern nach hinten zu kreisen. Atme ganz normal und ganz entspannt. Die Schultern bleiben hinten unten, die Arme locker, die Arme ausbreiten, Finger sind geöffnet, die Arme auf Schulterhöhe und beginne, dich zu drehen. Gar nicht viel Schwung, einfach nur eine Seite, andere Seite. Wir lockern erstmal den Körper ein bisschen, versuch die Arme gestreckt zu halten. Ein bisschen anstrengender, klar. Mach das so ein paar Mal. Und dann kommst du zur Mitte. Arme absenken. Gut. Öffne die Beine ein bisschen. Gut. Einatmen. Arme gehen nach oben. Mach dich ganz lang. Ausatmen. Setz dich hin, als wenn du dich auf einen Stuhl setzt. Po ist hinten. Zeig es einmal von der Seite. Arme lang. Schultern tief. Rücken gerade. Arme absenken, Rücken runden, langsam aufrollen. Schultern zurückziehen und die Füße wieder schließen. Roll die Schulter nach hinten dreimal. Breite die Arme aus, Arme sind gestreckt, rechts und links. Arme öffnen, Hände hin und her, atme so, wie die Atmung kommt. Mach das ein paar Mal, rechts und links. Komme zur Mitte, Arme absenken, öffne die Beine leicht. Atme ein, atme aus, setz dich nach hinten. Arme lang, Hände auf den Oberschenkeln abstützen, rolle dich langsam auf. Schultern nach hinten, schließe die Beine wieder. Wenn du magst, mach mal von vorne. Beginne mit Schultern kreisen nach hinten. Arme seit, Pendel hin und her, lass dir Zeit. Atme ein, atme aus, wie die Atmung kommt. Komme zur Mitte, öffne die Beine etwas, Arme hoch, mach dich lang, atme aus, setz dich auf einen Stuhl sozusagen. Mach dich lang, Gesäß hinten, halte, Hände auf die Oberschenkel, langsam aufrollen, Schultern zurückziehen, locker dich aus. Und das war die kurze Übungssequenz für Anfänger. Das war die Yoga-Übungssequenz für Anfänger. Wirklich wunderbar, diese Übung, wie ich finde. Sie bewegt den ganzen Körper durch und ja, lockert ein. Und danach ist man doch gleich besser drauf. Und der Tag kann gleich viel spritziger weitergehen. Und ich würde sagen, du machst jetzt noch eine schöne Woche. Nicht vergessen, nächsten Samstag gibt es das nächste Yoga-Video. Und ich würde sagen, bis dann. Tschüss.